Heute habe ich mir zwar kein knallrotes Gummiboot, dafür ein knallrotes Paddleboard geschnappt und mich auf den Weg zum Kercher Surfsee gemacht. Was hier alles geboten wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Zwischen Biblis und Wattenheim liegt der Kercher Surfsee, mitten im hessischen Ried. Daher wird der See häufig auch als Riedsee oder Freizeitsee Biblis bezeichnet. Seit 2009 ist er offiziell als Badesee geführt. Er umfasst eine Wasserfläche von 50 Hektar. Der größte Teil davon ist aber gesperrt. Hier wird Kies abgegraben. Der Badesee ist an manchen Stellen ziemlich tief, bis zu 28 Meter. Das führt dazu, dass er im Sommer nicht allzu warm wird und die Nährstoffbelastung gering bleibt. Algen haben hier also keine Chance, die Badegäste dafür umso mehr Spaß. Es gibt keine Verschmutzung, daher 5 Entchen für die Wasserqualität. Die Badestelle verfügt über einen großen Badestrand mit feinem hellen Sand und einem seicht abfallenden Uferbereich. Weiter oberhalb befindet sich eine große Liegewiese. Hier fehlt leider nur ein bisschen Schatten, also Sonnenschirm einpacken. Etwas abgetrennt gibt es außerdem einen FKK-Bereich. Am gesamten Surfsee regeln sich in der Hauptsaison gerade mal 100 Badegäste pro Tag. Ein echter Geheimtipp. Dass es hier nicht so viele Leute an den Badesee zieht, liegt aber sicherlich nicht am Eintrittspreis. Der ist nämlich recht günstig. 2,50 Euro zahlen Erwachsene, Jugendliche 2 Euro und Kinder kommen für 1,50 Euro an den See. Das Parken kostet nochmal 2 Euro obendrauf. Im Ergebnis macht das 5 Badeentchen für den Eintrittspreis. Der Kercher Surfsee ist was für Aktive. Da gibt es neben Beachvolleyball und Beachsoccer die Möglichkeit zu tauchen oder mit dem Surfboard über die Wellen zu reiten. Schlauch- und Tretboote stehen ebenfalls zum Verleih zur Verfügung. Für alle, die mal was Neues ausprobieren wollen, empfehle ich Stand-Up-Paddling. Ist zwar ein bisschen knifflig mit dem Gleichgewicht hier, macht aber einen Riesenspaß. Und so kann man dann auch ganz einfach den ganzen See umrunden. Kostenpunkt hierfür 10 Euro pro Stunde. Insgesamt werden sehr viele Freizeitmöglichkeiten geboten, daher gibt's auch die volle Badeentchenanzahl. Einziger Kritikpunkt: die Sauberkeit. Leider finden sich an vielen Stellen am Strand die Hinterlassenschaften der Badegäste und das trotz zahlreicher Mülleimer. Deshalb gibt's hier nur 3 Entchen. Einen ungetrübten Blick auf die Umgebung haben dafür die Camper. Direkt am See können Übernachtungsgäste ihr Zelt aufschlagen oder den Wohnwagen abstellen. Das Strandbistro sorgt für das leibliche Wohl oder eine kleine Erfrischung zwischendurch. Ja, so kann man einen langen Badetag doch entspannt ausklingen lassen. Und das ist hier wörtlich zu nehmen. Im Sommer hat der See nämlich bis 22 Uhr geöffnet. Genügend Zeit also für die Entspannung nach einer langen Surfsession. Für die Atmosphäre gibt's daher 5 von 5 Badeentchen. Mein Fazit: der Kercher Surfsee ist rundum empfehlenswert. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und deshalb bleib ich jetzt auch noch ein bisschen hier. Prost!